Hm? Herzlich willkommen. Vielen Dank. Sehr, sehr, danke schön. Meine Damen und Herren, Sie hören es, 352,8 hervorragend gelaunte Menschen hier im Kapitol. Und wir sagen gleich zu Beginn unserer sympathischen kleinen Familienshow heute Happy Birthday. Herzlichen Glückwunsch, Superman wird, man glaubt es kaum, 60 Jahre alt. Sie wissen ja, früher kennen alle Superman. Ja, Clark Kent im Beruf und dann in der Telefonzelle und dann überall, wo er gebraucht wird. Und früher gab es doch immer den Streit, wer ist besser, Superman oder Batman? Haben Sie in der Pubertät auch an diesem Streit teilgenommen? Zwischen 12 und 42? Ja, wer ist besser, Superman oder Batman? Ich hatte lange Zeit die Phase, in der ich Batman besser fand, einfach weil er immer einen jungen Kerl bei sich hatte. Ja, ein Freund. Ein Freund. Ein guter Freund. Das ist der Freund. Dieser sympathische Tankstuhl, Sie sind mit Heinz Rühmann, kennen Sie den Film? Ja, drei von der Tankstelle. Junge, iss mal auf. Mutti, guck zu, Himmel, tot. Superman arbeitet tagsüber wo? In der Zeitung, nicht? Und gerade in den Medien ist es ja gar nicht ungewöhnlich, dass einer sozusagen mal schnell verschwindet tagsüber und sich in einen engen Gummianzug zwängt. Dann tut er Gutes, auch anderen, und kommt wieder zurück an die Arbeit und keiner hat was gemerkt. Supermans Botschaft ist, Männer, die auf den ersten Blick sehr harmlos wirken und ohne Brille etwas Hilfloses haben, können, wenn es drauf ankommt, erstaunliche Tricks parat haben. Das ist Supermans Botschaft. Ein normaler Journalist, der sich in einem Notfall in Superman verwandelt, das klingt nach Jörg von Togga, oder? Bitte! Und Sie haben es schon gelesen, eingangs, meine Damen und Herren, wir haben heute wunderbare Gäste, eine großartige Kollegin, die endlich, nachdem wir über 2 Jahre auf Sendung sind, heute Abend bei uns zu Gast ist und den aktuellen Bösewicht, den wieder mal deutschen Bösewicht aus dem neuesten James Bond. Bei uns zu Gast heute Abend Eva Herrmann und Götz Otto. Und gestern haben wir das gestartet und es ist ein großer Erfolg. Es kommt so gut an. Sie kennen das, ich habe es gestern schon erklärt, von den Sportsendungen, wo Biersorten oder Kekshersteller große Ereignisse präsentieren und bei uns wird die Werbung präsentiert durch sympathische kleine Betriebe, die sonst nicht das Geld hätten für Werbung. Schauen Sie, wer heute bei uns die große Werbung präsentiert. Die nachfolgende Werbung wird Ihnen präsentiert von Metzgerei Imbiss M&M Meier, Venloer Straße 12, 50672 Köln. Hast du Hunger und wenig Zeit? Kein Problem. Das Meier-Team ist stets bereit. Ob belegte Brötchen mit der Tisch, Salate immer frisch. Ob Frikadellen, heißer Braten, bei Meyers muss keiner lange warten. So, jetzt muss ich wieder zurück in meine Küche. Metzgerei Imbiss M&M Meier, Venloer Straße 12, 50672 Köln. Habe ich zu viel versprochen? Traumspots, oder? Traumwerbung war das gerade. Exklusiv, warum? Weil ich sie jeden Tag persönlich auswähle. Und heute Abend 2 wunderbare Gäste, meine Damen und Herren, eine großartige Kollegin. Sie alle kennen sie von vielen Showmoderationen und natürlich als Sprecherin in der Tagesschau. Und den aktuellen Bösewicht aus dem allerneuesten James Bond. Bei uns heute Abend zu Gast Eva Herrmann und Götz Otto. Ja, endlich. Endlich
etwas Neues aus der Forschung. Und zwar Wissenschaftler der Universität in Wales. Sie wissen, Wales, die Heimat von Bonnie Tyler, die gestern bei uns zu Gast war, haben festgestellt, es gibt ein Gen. Das ist da, wo die Erbschaft drauf ist. Ja, bevor es ans Erben geht. Es gibt ein Gen, das die Anfälligkeit fürs Unglück vererbt. Stellen Sie sich sowas vor. Es gibt doch Leute, die ziehen das Pech irgendwie an. Ja? Und das ist jetzt durch die Forschung herausgefunden, genetisch bedingt, das sogenannte Ossi-Gen. Ein Scherz. Und Achtung, herausgefunden hat man das durch Untersuchungen bei den Kennedys. Sie schweigen zurecht und wie hat Bill kürzlich gefragt, was hat das Schicksal gegen diese Familie? Ich weiß auch nicht. Aber diese Frage hat einen Vorteil. Die Frage, was hat das Schicksal gegen diese Familie, hat den Vorteil, Sie können mal in aller Ruhe meine Schritte hören. Was hat das Schicksal? Schicksal. Was hast du gegen diese Familie? Oh. Alles eine Einstellungssache, oder? Der Pessimist sagt zum Beispiel was? Der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Der Optimist sagt, richtig, das Glas ist halb voll. Und unsere Jugendlichen, unsere Kids sagen, ey, das Glas ist voll leer. Was hat das Schicksal gegen diese Familie? Zwei Spuren im Schnee führen Rappersteine. Meine neue Lieblingsgeschichte, meine Damen und Herren, zum Thema Pech ist folgende. Stellen Sie sich vor, haben Sie das gehört von diesem Taucher? Kein Witz, ja? Ein Taucher in Kanada. Er tauchte im See vor sich hin, es kam ein Löschflugzeug, hat ihn mit dem Wasser aus dem See rausgeholt und als er sich schon daran gewöhnt hat, hat es ihn über einen Waldbrand abgeworfen. Aha, da wird gelacht. Und wenn ich sage, was hat das Schicksal gegen diese Familie, dann wird geschwiegen, oder? Es war neulich eine große Geschichte im Spiegel, sozusagen Top-Todesarten, die ausgezeichnet werden. Ja? Haben Sie es gelesen? Von diesem armen Bungee-Springer. Sprang von einer 40 Meter hohen Brücke an einem 50 Meter langen Seil. Entschuldigung, ich glaube, ich habe Schleimpartikel auf der Glottis. Bei uns in Deutschland wurde eine Umfrage gemacht und zwar: Worin sehen Sie, liebe Mehrheit der Deutschen, den Sinn des Lebens? Und wissen Sie, und das macht uns doch wieder sympathisch, oder? Bei allen Fehlern, die wir hatten, das macht uns doch wieder sympathisch. Wissen Sie, worin der Großteil unserer Landsleute den Sinn des Lebens sieht? Im Glücklichsein. Ist doch schön, oder? In der amerikanischen Verfassung ist das sogar verankert, das Recht auf Glück. Und ich sage es immer wieder, das Wichtigste im Leben, was wirklich zählt, das kann man nicht kaufen. Geld. Was hat das Schicksal gegen diese Familie? Das Leben ist ein Schauspiel aus. Das Schicksal teilt die Rollen aus. Wohl dem, der seine Rolle so gespielt, dass, wenn der Vorhang fällt, er keine Reue fühlt. Ja? So schön, oder? Oder zum Beispiel, ich schlief... Moment. Ich schlief und träumte, das Leben war Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich arbeitete und siehe,
Die Pflicht ward Freude. Ich meine, lernt denn sowas heute keiner mehr auswendig? Darf ich noch sprechen? Ich komme zu einer fantastischen Meldung aus meiner großartigen Heimat, aus Stuttgart. Stuttgart eröffnet ein Urban Entertainment Center. Ein Urban Entertainment Center. Nach amerikanischem Vorbild, ja, ein Zentrum für alle Freizeitbedürfnisse. Für alle schwäbischen Freizeitbedürfnisse. Ist es ein Einfamilienhaus oder was? Ein Urban Entertainment Center in Stuttgart. Der Stuttgarter Entertainment-Tempel war bisher im Grunde das Bahnhofsklo und das Spätzle-Eck. Nebendran. Ja. Wir gehen um 10 Uhr abends heim. Gell? Wir treiben uns nicht in die Ohrlägler rum. Dadurch kommt Stuttgart zum Beispiel in den großartigen Genuss, zwei Freizeitangebote zu haben, nämlich das Urban Entertainment Center als tolle Alternative bisher zum Amoklauf. Das war ja für den normalen Stuttgart, also okay, nicht immer, aber öfter. Und es gibt in diesem Urban Entertainment Center in Stuttgart ein Spaßbad, zwei Musicalbühnen, 15 Kinos und 28 Reifeisenbanken. Mit diesen zwei Hämmerle, die Raiffeisenbanken, ja. Wenig Gebühren, gell? Die ersten 6.021 Buchungen sind, glaube ich, frei bei den Raiffeisenbanken. Die Stadt Stuttgart hat die Planung abgeschlossen für das Urban Entertainment Center. Und nächstes Jahr wird der Bausparvertrag fällig, dann geht's los. Und das heißt ja, Stuttgart mit diesem Entertainment-Tempel, damit ist Stuttgart für das neue Jahrtausend endgültig das Hannover des Südens. Power, Lebensfreude, urbane Unterhaltung. Wissen Sie, was für mich bisher urbane Unterhaltung war? Ich sag's ganz ehrlich, und ich habe es nie verhehlt, dass ich ein Fan bin. Urbane Unterhaltung war für mich bisher... unsere Indios in den Fußgängerzonen. Es ist soweit, meine Damen und Herren. Auch im neuen Jahr sollen Sie hier in Sat.1, wie Sie das gewohnt sind, intellektuell aufs Anspruchsvollste verwöhnt werden. Hier sind Sie, unsere Weisheiten aus dem fernen Osten. Auf der Lebe war nachts und auf eins klingeling, ob du mit hast oder hast keins klingeling. Amüsierst du dich, denn das finden das sich. Auf der Lebe war nachts und auf eins klingeling. Könige von St. Pauli. Schauen Sie das hier an, meine Damen und Herren. Das Titelblatt des heutigen Stern, Dr. Dieter Wedel mit den zwei Darstellern Sonja Kirchberger und Julia Stemberger, der Aufreißer. Wir werden nachher dazu Sensationelles haben über den Regisseur des Königs von St. Pauli. Und hier oben, ebenfalls in diesem Stern, als hätten wir es geahnt, der Prügel. Prinz. Und Sie wissen, wer damit gemeint ist? Und hier passt die Frage wirklich, was hat das Schicksal gegen diese Familie? Ernst August von Hannover. Oh, schauen wir mal.
Das Bild hat sich schon ein bisschen gelöst. Und Ernst August von Hannover ist ja unser Liebling des Monats, des langsam zu Ende gehenden Monats Januar. Wir haben ihm einen Job hier bei uns verschafft, wenn Sie uns gesehen haben in dieser Woche. Er hat Schnitzel geklopft mit seinem Schirm, er hat einen Nagel eingeschlagen. Und wir wollen ihm mal halt zeigen, Ernst August ist wirklich ein prima Kerl. Er ist ganz anders, als man glaubt. Er wohnt bei uns in unserer Loft im Souterrain. Und wir wollen ihm zeigen, wie er lebt. Wir können mal runterschalten, Ernst August. Das ist der Flur, der zu ihm führt. Wir haben dafür gesorgt, dass er nicht belästigt wird, ja? Er hat ja keine Sekunde Ruhe. Und hier hält er sich tagsüber, Vorsicht, ja, muss man schon ein bisschen aufhören. Ernst August, könntest du mal kurz rauskommen? Wir sind mit dem Kamerateam da. August! Da ist er. Oh. Ja, das ist nicht böse gemeint von Ihnen, meine Damen und Herren. Das ist nicht böse gemeint, das ist einfach... Er ist ein bisschen nervös, wenn er die Kamera sieht, das legt sich schon. Und wir haben für Sie einmal nachgefragt, was sagen Prominente zu unserem Liebling des Monats? Was sagen prominente Stimmen zu Ernst August von Hannover? Ihn kennen Sie, unser Bundespräsident Roman Herzog. Er sagt zu Ernst August: Ich war erstaunt, welch ein Ruck durch den Kameramann gegangen ist. Ich gehe in Zukunft nicht mehr ohne Schirm aus dem Haus. JBK. Ich sehe gerade, der Blick auf dem Foto ist ein bisschen irre, oder? So. Mr. Harmony. Er sagt zu Ernst August, lass uns drüber reden, das ist ja kein Problem. Ist ja nicht so, dass uns das nicht schon gefragt worden wäre, aber ich frage jetzt aber trotzdem mal, denn dafür muss ja Platz sein. Oh, jetzt haben wir keine Zeit mehr. Johannes B. Kerner. Der russische Präsident Boris Jelzin. Ich hasse Menschen, die sie mit Alkohol nicht im Griff haben. Diese Wahl ist unbeschreiblich so erprost. Dr. Dieter Wedel, auch er äußert sich zum Fall Ernst August, Welfenprinz. Schauen Sie dieses Lächeln an, meine Damen und Herren. Unglaublich. Über 9 Millionen Zuschauer pro Folge macht 54 Millionen insgesamt. Und Dr. Wedel sagt, faszinierend, wie dieser Mann mit der Kamera arbeitet. Aus dem mache ich einen Sechsteiler. Unser Box-Champion Thorsten May zu Ernst August. In der Rolle des Kameramanns kann ich mich gut reinversetzen. Das tat bestimmt ganz schlimm weh. Oh! Oh! Der Macher vom Betzenberg, Otto Rehhagel, Meistertrainer 1. FC Kaiserslautern. Er geht dahin, wo es weh tut, und hat zur Presse ein ähnliches Verhältnis wie ich. Sympathisch, bescheidene Aussage. Ja. Verona Feldbusch, noch mit alter Nase. Über Ernst August. Mit so einem Mann würde ich nach 4 Wochen wieder Schluss machen. Und mein Fahrer Özgür.
Özgür sagt über den Chef des Welfenhauses, jetzt bin ich sehr gespannt, ein starker Typ und nicht so ein Feigling wie mein Chef. Was? Herr Schneckert. Dr. Dieter Wedel, Autor, Produzent und Regisseur des Sechsteilers Der König von St. Pauli. Und es ist an der Zeit, meine Damen und Herren, dass wir Ihnen einmal etwas Neues verraten, eine intime Neuigkeit unserer kleinen Show. Auch wir haben einen Regisseur und mir ist nie so aufgefallen, aber jetzt, nach diesem ganzen Wirbel um den König von St. Pauli, muss ich sagen, irgendwie kommt mir unser Regisseur bekannt vor. Und ich möchte Ihnen mal zeigen, wie es bei uns auf den Proben zugeht, damit wir Ihnen abends dieses perfekte Ergebnis jeden Abend ins Haus schicken können. Ein Mitschnitt, unsere Proben tagsüber, der Harald-Schmidt-Show hier im Kapitol. Natürlich wird die Harald-Schmidt-Show geprobt. Und wie? Verantwortlich dafür ist kein geringerer als Starregisseur Dr. Dieter Edel. Ein Gigant am Set, der die Darsteller bis zum Letzten fordert, um seine künstlerischen Visionen durchzusetzen. Pass auf, ich möchte, wenn du dann rauskommst, ja, dass du dann auch zupackst. Ja, dann will ich dich in den Waden sehen, der Leute. Ja. Also, du nimmst da immer zurück. Du nimmst dann im entscheidenden Moment immer zurück. Ja, wie lange willst du es noch machen? Ja, okay. Ja, natürlich. Natürlich gibt jeder immer sein Bestes. Aber das ist der entscheidende Punkt, das reicht mir nicht. Ja. Ich will da mehr. Ich will die Schauspieler roh, ich will sie brach. Und ich will sie nackt. Ja, nackt. Das ist richtig. Er lässt mich also manchmal stundenlang nackt vor dem Team auf- und ablaufen. Aber ich glaube, das macht er, damit ich meine eigene Erotik entdecke und damit ich emotional ganz nahe an mich rankomme. Vielleicht will er mich auch nur verarschen. Es ist faszinierend zu sehen, wie abhängig ein Mann wie Harald Schmidt von der künstlerischen Gestaltungswucht seines Regisseurs ist. In intensiven Einzelgesprächen erarbeitet Dieter Edel mit seinem Star die erforderliche Grundhaltung für die Show. Dabei geht er seelisch oft an die Grenzen von Schmidts Belastbarkeit. So will ich dich haben, verstehst du? So will ich dich haben. Ja. Da liegt das. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das kann, Dr. Edel. Wissen Sie, das Emotionale, da komme ich innerlich irgendwie nicht an mich ran. Ja, innerlich nicht an mich ran, da musst du aber ran, Junge. Ja, ich will dich da draußen stehen sehen, Hartwig, vor den Leuten, ja? Harald, ich heiße Harald. Er hat schon wieder meinen Namen vergessen. Er hat schon wieder meinen Namen vergessen. Ich habe noch einen anderen Namen für dich. Pisseimer. Oder Dummschwuchtel. Ich bin keine Dummschwuchtel. Komm, Junge, ist gut. Wir packen das. Wir packen das. Komm, hör auf zu heulen. Wir kommen da durch. Ja. Jetzt mach die Kamera aus hier. Mach die Kamera aus, verdammt! Die Perfektion hat ihren Preis. Harald Schmidt hat einen Nervenzusammenbruch. Ist das noch Regie oder ist das pure Grausamkeit? Nur ein kleiner Trick, mehr nicht. Provokation mit System. Natürlich ist Harald Schmidt kein Pisseimer oder eine Dummschwuchtel in dem Sinne. Aber wenn ein Schauspieler sich nicht selber bricht, dann muss ich ihn brechen. Da muss ich ran, da ist das Fett. Ja? Ich habe nicht umsonst 12 Jahre für diese Show recherchiert, um dann alles dem Zufall zu überlassen. Ja? Und hier, na, Dingens, Harald sieht das genauso. Ja gut, er nimmt einen schon ran, aber das inspiriert ungeheuer und führt mich zu absoluten Höchstleistungen. Und das finde ich sonst bei keinem anderen Regisseur. Dingens! Ich komme! Der Moment der Wahrheit. Ein unmenschlicher Druck lastet auf dem Team. Die Showprobe beginnt. Hallo, meine Damen und Herren, vielen Dank. Dankeschön, sehr freundlich. Stopp, 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 stopp. Moment mal, Junge, das ist Schmierentheater, was du da machst, das ist Schmierentheater. Das glaubt dir zu Hause kein Schwein. Ach so. Ja? Du stehst da wie eine alte Wurst, das ist so nicht zu machen. Ja? Ja. Was wir brauchen ist, du brauchst mehr Pfeffer. Intensive, gut. Aus dem Bauch raus. Ja? Okay. Versuch's doch einfach mal. Okay. Ja? Also, wir können noch ein bisschen üben, aber mir hängt's langsam zum Hals raus. Und wenn du Schwierigkeiten hast, dann red einfach mit mir vorher. Ja. Ja? Weil ich gehe davon aus, du bist vorbereitet. Okay. Alles klar? Mhm. Ja? Okay, wir machen es nochmal. Und bitte achte auf die Haltung. Nee, ist, ja? Ist klar. Wir machen es nochmal. Und an die Publikumsdarsteller, Konzentration bitte. Ja? Wer nicht ordentlich klatscht, der kann sich gleich einen neuen Job suchen. Ja? Okay, auf die Plätze. Harald, du bist klar wie besprochen. Ja? Okay. Keine Patzer mehr. Mensch. So, Achtung, Publikumsdarsteller. Und bitte! Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen
Scheiße! Alles scheiße. Was ist los? Du machst das doch nicht zum ersten Mal, oder? Du musst dir einfach vorstellen, du hast 15 Mark für die Karte bezahlt, ja? Du freust dich wirklich, Harald Schmidt zu sehen, ja? Und das geht dann... Ja, was ist das? Was ist das? Wie oft habe ich gesagt, geile Weiber müssen in die erste Reihe? Mein Gott, wenn man hier alles selber macht. Ja, ausziehen, komm. Ja, guck nicht, zieh dich aus. Wenn man nicht alles selber macht. Mensch. Ja. Jetzt guck mal auf die Uhr, wir hängen. Kinder, wir hängen. Jetzt mal voran. Mann, Mann, Mann. Auch und gerade bei den Talks muss Dieter Edel immer wieder steuernd eingreifen. Zu viel würde sonst von Schmidt und seinen Gästen versemmelt werden. Und ich muss sagen, Roberto, toll, stopp, nee, Ausschluss, komm, Freunde, das hat so keinen Sinn, ja? Das ist scheiße. Ja, ich hab ein Gefühl, ja. Ja, nee, wirklich, also es ist so tranig angelegt alles. Herr Blanco, oder darf ich Sie Roberto nennen? Ja, gerne. Pass auf, Robby, folgendes, du sitzt scheiße. Ich sitz scheiße? Du sitzt scheiße und zwar, pass mal auf, wir versuchen mal was, ja? Ja. Mal die Haxen hier rüber. Okay, Hartwig, du gehst mal unter den Schreibtisch so lange. Super, ja? Idee. Okay, ja, merkt ihr die Spannung? Merkt ihr das? Ja, toll. Das ist fantastisch. Du fängst jetzt an mit dem Talk, Harald. Ja. Und Robby, folgendes. Du sagst immer nur den einen Satz. Nein, ich esse meine Suppe nicht. Okay, versuch mal. Roberto, so viele Jahre im Geschäft und immer noch mit ganz oben mit dabei. Tolle Sache. Nein, ich esse meine Suppe nicht. Was macht deine neue CD? Ich esse meine Suppe nicht. Nun haben wir Fotos von dir. Mach mal hier mal Schluss, ihr macht das schlecht. Wir machen wieder wie vorher. Ja. Pass mal auf, Junge. Was mir ganz wichtig wäre, du sagst jetzt nicht, Roberto, toll, dass du da bist, sondern sagst, Roberto, du bist da und das ist toll. Da war's doch. Okay, Kinderkonzentration, ja? Und bitte. Roberto, du bist da und das ist toll. Ja, die war's. Die Harald Der Stern hat mal über mich geschrieben und ich glaube, es war heute. Er benutzt Menschen wie Steinbrüche, um damit Paläste zu bauen. Das gilt besonders für Frauen. Es ist mir wichtig, dass eine gewisse Magie herrscht zwischen mir und ihr und eine gewisse Erotik, die ich dann hinterher in den Szenen auch wiederfinde. Ein anderer Grund ist sicherlich, dass ich während der langen Dreharbeiten am Set gerne was zu vögeln habe. Hoffen wir also, dass Dieter Edel der Hartwig-Schmidt-Show noch lange erhalten bleibt. So läuft das bei uns. Tag für Tag. Mein erster Gast war eine wunderbare Kollegin. Über 2 Jahre mussten wir warten, bis es sich einrichten ließ, dass sie bei uns zu Gast ist. Seit 88 bei der Tagesschau, seit 96 moderiert sie die ARD-Gala Ein Herz für Kinder. Und seit 1997 hat sie im NDR die Talkshow Hermann und Tieten. Herzlich willkommen, Eva Hermann. Nochmal herzlich willkommen. Was lange währt. Ja? Über 2 Jahre, aber ich sag nochmal nachträglich ein bisschen verspätet, aber man kann noch gratulieren. Ganz herzlichen Glückwunsch, du bist Mutter geworden. Ja. Ja, ein stolzer Sohn. Ja, stolze Mutter, stolzer Sohn. Wie alt ist er jetzt mittlerweile? Knapp 4 Monate. Und ein Traum ist wahr geworden? Ja. Hat sich dein Leben sehr verändert? Also mit sowas als Mutter auf einen zukommt, kannst du nachts durchschlafen, musst du aufstehen? Ich kann durchschlafen, ich muss nicht aufstehen. Er schläft auch durch. Ja, und ja. Das Komische ist, Frauen werden immer gefragt, ne? Wie ist es jetzt eigentlich mit dem Beruf? Also jetzt, wo das Kind da ist, Politiker oder was, werden das nie gefragt? Nee, ich würde mal sagen, wir ändern das heute auch. Wie machst du denn das mit den Kindern? Wie arbeitest du noch durch oder... Ich stehe nachts auf. Ja. Schlafen die nicht durch? Doch, aber ich muss was trinken. Ich brauche das Fläschchen. Ja. Nein. Nein, das ist kein großes Problem. Das wäre auch furchtbar, wenn es ein Problem wäre. Ich wohne ja in Hamburg um die Ecke. Der NDR ist da, die Tagesschau, Hermann und Tietchen, alle Sendungen. Ja. Also. Da fällt mir ein, Hamburg, das ist ja natürlich erst einmal der Spielplatz des Königs von St. Pauli. Ja. Ja, und auch die Heimat von Dieter Wedel. Und eine Frau, die so attraktiv ist, muss doch eigentlich irgendwie schon mal in die Nähe des Regisseurs gekommen sein. Gab es mal eine Begegnung? Hast du mal ein Angebot gehabt, irgendwie mit ihm was zu machen? Also zu spielen?
Woher hast du diese Information? Ich habe es, wie sagt man es so, eine gute Fee hat es mir eingeflüstert. Ja, Frag sie das. Es weiß eigentlich kaum jemand. Ja, das war mal, also es gab mal ein Angebot. Ich habe aber nach dem Vorgespräch wegen der Tatsache, dass ich die Vorbedingungen nicht erfüllen kann oder die Bedingungen abgelehnt. Die Vorbedingungen? Also das heißt, ja. Lange Probenzeiten? Ja, wir hatten ein Gespräch und danach habe ich gesagt, das geht nicht. Ja, wo kannst du sagen, für welches Projekt das gewesen wäre? Der Schattenmann. Also ich meine, wäre immerhin eine tolle Rolle gewesen, ne? Also, aber... Ja, ich habe gedacht, ich bleib bei der Tagesschau und ich mache das lieber nicht. Ja, es ist ja auch eigentlich ein Traumjob bei der Tagesschau. Nicht eigentlich. Nicht ja. Ja, es ist ein, es ist ein absoluter Traumjob. Und es wird natürlich auch, ihr seid ja auch einer unglaublich kritischen Publikumsmasse ausgesetzt, nicht? Also ist es bei dir auch so, jede Änderung der Frisur, jede leichte Änderung in der Kleidung und so wird kommentiert? Gibt es Briefe, gibt es Anrufe? Ja, ja, ja. Als ich mir die Haare abschneiden ließ, das war schon eine mittlere Katastrophe. Aber es war nicht annähernd so schlimm wie deine Haare. Als ich mir die Haare abschneiden lassen? Jetzt mit diesem Kurzhaarschnitt bei mir? Ich finde das sehr schön. Das war nachdem Kai Pflaume, glaube ich, hier war, ne? Ja. Eigentlich. Ja, jetzt sagen alle, ich hätte dieselbe Frisur wie Kai Pflaume. Nur es wirkt natürlich unterschiedlich, weil. Er ist ein gutes Original und. Ja. Und ich habe einfach gesagt. Ich wollte auch die Haare kurz haben, weißt du? Man wird ja den ganzen Abend bombardiert mit Spray, mit Schaum und so weiter, wenn man die Haare länger hat. Und das ist einfach... Ich hatte Spliss. Ja, mit zunehmendem Alter ist das, glaube ich, auch besser mit den kurzen Haaren. Das macht einfach jung. Gerade jetzt in meinem Fall, ich gehe auf die 40 zu. Glückwunsch. Aber ich sage nicht, von welcher Seite. Nein, da muss man natürlich, also es ist einfach auch sehr viel angenehmer. Was hast du denn gemacht, als du schwanger warst? Hast du irgendwie dich ausgeruht? Du hast ja ziemlich lange natürlich noch gearbeitet, ja? Und hast du irgendwie künstlerisch noch was Zusätzliches gemacht? Du versuchst jetzt subtil darauf anzuspielen, dass ich was geschrieben habe. Ein Buch? Ja. Ja, ja, also ich habe geschrieben, ein Buch. Ich sage nicht, dass mich das an Hera Lindt erinnert, die ja auch während jeder Schwangerschaft ein Buch schreibt. Und wird das Buch veröffentlicht oder ist es nur für die Schublade? Nee, wird wohl veröffentlicht werden. Also es ist noch nicht ganz fertig. Ich bin immer noch am Basteln und am Fertigstellen. Ja. Und dann werden wir mal sehen, ja. Ist es ein Roman oder ist es was Tagebuchartiges? Was hättest du denn gern? Einen tagebuchartigen Roman. Also, ich hätte gern, dass du ein Buch schreibst, wo man immer sagt, ist das jetzt Eva Herrmann selber? Ja. Oder, ist es so? Ja. Geht es um, im weitesten Sinne um Mann und Frau in diesem Buch? Nein. Was? Willst du es dann nicht mehr? Doch, aber ein Krimi? Oder willst du es nicht verraten? Doch, es ist ein Roman mit autobiografischen Zügen. Es geht um eine junge Frau, die auf der Suche nach sich selbst und auf dem Weg der Erfüllung ist und die in die Finger von einigen wohlmeinenden Menschen gerät, die sie formen und dorthin führen, wo sie hin will. Also, ins Nirvana. Ins da Nirvana. Bin ich jetzt. Ja. Hier. Das ist hier kein Nirvana. Das hast du gesagt. Nein. Sondern? Ja, so ein kleiner Vorhof der Hölle. Aber, aber nicht das Nirvana. Du bist heute wie immer sehr schick angezogen, ja, und danke. Das weiß man. Du entwirfst deine Mode selbst. Ja. Ja. Das ist ja mittlerweile auch richtig professionalisiert, also das heißt, man kann die auch kaufen. Nicht nur für dich, sondern... Ja, im Moment nicht mehr. Ich habe ja eine Zusammenarbeit mit dem Otto-Versand gehabt. Ja. Wir haben eine künstlerische Pause eingelegt und im Moment schneide ich für mich selber und entwerfe für mich selber, aber das wird sicher weitergehen. Entwirfst du es nur oder sitzt auch richtig an der Nähmaschine? Nee, also ich nähe das nicht selber. Ja. Ich könnte das zwar, aber das wären krumme Nähte und du würdest das wahrscheinlich nicht so schön finden. Du möchtest ja, dass deine Gäste gut aussehen hier? Ja, aber ich meine, also bei dir würde eigentlich eine krumme Naht nicht stören. Dass man sagt, irgendwie, weißt du, das ist, es ist ja immer, wer es tragen kann. Pass auf, wir machen das so, wenn ich mein Buch vorstelle und wieder bei dir bin und herzlich eingeladen werde von dir, dann komme ich mit einer krummen Naht. Ja, diese Talkshow, Hermann und Tietje, ja? Ich sag mal für... Tietjen. Hat nichts mit Tietje zu tun. Tietjen. Hermann und Tietjen, das sind die Namen der beiden Moderatorinnen. Ja. Ja, ich sag mal... Für alle, die es vielleicht nicht sehen können, weil es ist N3 und wer kein Kabel hat oder keine Schüssel, der kann es nicht sehen. Was ist das für eine Talkshow?
Das ist eine Talkshow, Freitagabend, 22 Uhr, von der Hamburger Hanseatic Lounge am Flughafen. Und das ist sehr praktisch. Also die Gäste kommen an und kommen direkt, fallen zu uns in die Lounge und können dann auch wieder fliegen oder weg, gehen. Ja. Und es sind zwei Moderatorinnen, Bettina Tietjen und Eva Herrmann. Und was daran vielleicht ein bisschen anders ist, wir sind uns nicht immer einig. Normal ist es ja bei Frauen so, die verstehen sich immer gut. Sind Freundinnen. Ja. Ja. Und bei uns ist das meistens nicht so. Ihr fetzt euch manchmal richtig. Also ich habe schon häufiger gesehen. Und ich frage mich immer, ist das sozusagen Teil der Inszenierung? Oder ist es wirklich so hat das hinterher Auswirkungen? Ja, es hat immer hinterher Auswirkungen, aber es ist nicht Teil der Inszenierung. Wir können nicht anders. Wir sind sehr gut befreundet und die Freundschaft ist auch nicht gefährdet, aber wir fetzen uns. Ich sehe, du hast hier ein Foto. Oh ja, ja? Mal, reiner Zufall. Das sind die beiden Damen, Bettina Tietjen und Eva Herrmann. Und hast du Wunschgäste? Ich werde immer gefragt, ob ich Wunschgäste habe. Das ist eine Frage, ja, die kommt öfter vor. Ich habe einen Wunschgast. Und das ist? Harald Schmidt! Nein! Ja! Was würde gerne? Ja, ja, wann? Wann? Es ist ja immer Freitag und es sagt immer live. Ja. Es muss sich irgendwann einrichten lassen, wenn wir hier eine Pause haben. Wann ist die nächste Pause? Im Sommer. Okay, wir sehen uns im Sommer, in der Sendung im Sommer. Ihr macht keine Sommerpause, nein? Nein. Eine Sache musst du mir noch sagen, was ist mit dem Sport bei dir? Ich sehe dich dauernd fotografiert auf Rollerblades und, wie heißt es, Inlineskates? Inlineskates. Ich habe mal gesagt Onlineskates, da wurde ich ziemlich fertig gemacht. Das heißt Inlineskates, ja. Machst du das immer noch? Das sieht so wahnsinnig fit und trainiert aus. Du musst da richtig ranklotzen, oder? Also ich hatte während der Schwangerschaft ein bisschen Probleme damit. Da habe ich das gelassen. Und zwar je schwangerer ich wurde, desto schwerer wurde das. Ich fange jetzt, glaube ich, wieder an damit. Ja, ja. Und richtig auch ausgerüstet mit Knieschonern und so. Es ist ja nicht ungefährlich, ne? Nö, aber ich bin bis jetzt einmal richtig hingeknallt und ich glaube, man kann sich programmieren. Also ich versuche immer, nicht aufs Gesicht zu fallen. Bevor ich dich gehen lasse, muss ich mir ein Geheimnis verraten. Ich frage es immer, wenn ein Kollegin oder Kollege von der Tagesschau kommt. So viele sind es ja noch nicht gewesen, aber dieses große Geheimnis bei den Tagesthemen. Ja. Ja, am Schluss, die Tagesthemen sind zu Ende und dann ist immer dieses... Ja. Was redet ihr da? Ich könnte es dir jetzt sagen, aber ich darf es dir nicht sagen. Ist das so geheim? Ja, wir haben ein Gelübde getan und wir verraten es einfach nicht. Es ist so ein richtiger Cliffhanger, weißt du, wie bei der Lindenstraße. Ja. Wo man immer... Und das ist bei den Tagesthemen, da sagst du, vielleicht erfahre ich es morgen, morgen gucke ich wieder. Du, wir könnten ja, wenn du mich dann wieder herzlich eingeladen hast und ich dann wiederkomme, um das Buch hier zu präsentieren, dann könnten wir ja nochmal darüber reden. Ja, Eva, ich komme, wenn wir Sommerpause haben, zu euch auf den Flughafen nach Hamburg. Danke, Harald. Und du bist herzlich eingeladen, wenn dein Buch Eine Frau geht ihren Weg erscheint, ja. erscheint, das hier vorzustellen und zu sagen, wer es verfilmen wird. Ich freue mich. Ja? Dankeschön. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke. Eva Herrmann, mein nächster Gast, meine Damen und Herren, in einer der großen Kinoerfolge dieses Jahres mit dabei. Er ist der Bösewicht im neuen James Bond, der morgen stirbt nie. Und er hat gerade einen Film abgedreht mit Frauenschwarm, Christopher Lambert. Dieser Film heißt Beowulf. Herzlich willkommen, Götz Otto. Schön. Dankeschön. Der Morgen stirbt nie und das ist... Das ist ein Stamper. Also ich bin ja öfters in letzter Zeit gefragt worden, ob man den Martini geschüttelt oder gerührt trinkt. Genau. Ich weiß es leider bis heute noch nicht. Und dann habe ich mir einfach überlegt, ich mache mit einem Freund zusammen meinen eigenen Drink. Der heißt so wie die Rolle im Film Stamper und den habe ich einfach mal mitgebracht. Und vor allen Dingen... Er riecht toll. Ja, er wird munden. Es ist auch mit echtem deutschem Wasser, ist auch drin. Ja, ja. Und ein Freund Alkohol? Des deutschen Wasser. Alkohol auch. Welche Art von Alkohol? Oder soll es nicht verraten Wodka, werden? Wodka, doch, doch. Wodka. Ja. Wollen wir mal trinken? Ja, bitte. Er riecht bitte. Wirklich toll. Du trinkst keinen Alkohol, oder wie? Naja, also man sagt das ja nicht vor laufenden Kameras, aber von Zeit zu Zeit. Prost, ja. Oh, schmeckt sehr gut. Ja, ein echter Stamper. Weder geschüttelt noch gerührt. Man erkennt dich kaum wieder nach dem James Bond. Das ist die Originalhaarfarbe.
Ja. Ja, es gibt zwei Leute, die haben den neuen James Bond noch nicht gesehen. Und für die... und für die wollen wir mal einen Ausschnitt zeigen. Götz Otto, voll in Action mit James Bond, Pierce Brosnan, der Morgen stirbt nie. Ich schulde Ihnen einen besonders schönen Tod, Mr. Bond. Ja, das ist der deutsche Bösewicht. Ja, ja, so wie man kennt. Es ist ja natürlich für einen Schauspieler ein Traum. Ja? Ja, wie kommt man als deutscher Schauspieler an so eine wichtige Rolle, praktisch der Gegenspieler von James Bond? Glück. Also... Ich hatte sehr viel Glück und habe vor 3 Jahren einen ganz kleinen Part in der deutsch-internationalen Co-Produktion gespielt, die ist The Wanderer, und da hatte ich wirklich nur einen ganz klitzekleinen Part. Aber die Casting-Agentin, die diesen Film betreut hat, sie betreut auch den Bond, und die hat sich 3 Jahre später an mich erinnert, hat mich angerufen, ob ich nicht nach London kommen will zum Casting. Ich habe mir natürlich lange überlegt, natürlich, Bond. Ich bin natürlich hingefahren. Ja, wieder, da klingelt einfach das Telefon, heißt, komm mal nach London, ich suche noch einen für Bond. Genau, es klingelte das Telefon. Ich hatte gerade als kleines Spielkind mir ein Handy zugelegt und habe das natürlich überall mit hingenommen. Ja. Und ich war gerade im Derby der Bayern gegen die 60er und plötzlich klingelt das Telefon. Dumme Sache. Aber naja, es war Hollywood dran, wie es schon heißt. Und dann dieses Casting. Hi, dein Name ist Götz. Ja. Ja, also das Casting, es wurde natürlich oft zitiert, aber es war auch so. Ich bin da nämlich reingekommen und dachte mir, das nimmst du einfach mit, so ein Casting. Macht man ja viele als Schauspieler, und naja, und da saß da eben die Produzentin und sagte, war gerade am Telefon und guckte mich an, und dann hält sie die Hörer zu und sagt, wait a second, a very good looking German guy here. Ich fühlte mich so geschmeichelt. Ja. Sie meint mich. Das ist Frau Brokkoli, ja? Das ist Frau Brokkoli, so die Dame mit dem schönen Namen. Ja, sehr nett, aber trotzdem. Und naja, und dann guckte sie mich an und sagte, okay, you have 20 seconds to introduce yourself. Ich habe so 20 Sekunden Zeit, so original Hollywood-mäßig. Und dann sagte ich, eine göttliche Eingebung. I'm big, I'm bad, I'm bold, I'm German. Weil damals hatte ich noch ganz kurze Haare, noch kürzer als jetzt. Also ich bin groß, glatzköpfig und böse und deutsch. 5 seconds, keep the rest. Und das war mein erstes Casting. Und dann bin ich nochmal hingefahren und irgendwann hatte ich den Job. Juhu. Unglaublich. Oder? Ja. Frechheit siegt. Ja. Und wie ist das bei den Dreharbeiten bei so einem Bond-Run? Diese ganzen Bond-Girls und so weiter. Das wusste ich, dass du mich das fragst. Ja, natürlich, weil das ist doch eigentlich der Grund, warum er da spielt, oder? Ja, klar. Also, es gab natürlich viele sehr attraktive Damen, aber ich bin in festen Händen, bin gerade eben, also gerade eben ist übertrieben, aber vor 18 Tagen nochmal das zweite Mal Vater geworden. Oh, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Sohn oder Tochter? Tochter. Und, und das erste Kind? Das erste Kind ist auch eine Tochter. Ja, ich könnte also auch kleine nette Geschichten erzählen von nachts durchschlafen, sowas, was nicht mehr geht. Deine Kinder schlafen nicht durch nachts? Na, nicht so wirklich, nicht so wirklich. Ja, und dann stehst du als, du bist ja dann eigentlich so ein richtig sympathischer, lockerer, softer Daddy. Ja, ich mache das ganz klassisch. Wenn das Kind schreit, dann gehe ich hin und dann gebe ich es der Mutter und dann anschließend esse ich aber dann auch mein Schokoladenherzchen, was auf dem... das muss schon sein. Und dann bleibt das Kind bei euch im Bett noch liegen eine Weile, ja? Ja, genau. Meistens bin ich dann schon längst eingeschlafen. Hast du auch diese Angst, dich nachts aufs Kind zu wälzen? Das hat man häufig als junger Vater so instinktiv, dass man sich auf das Kind und es nicht merkt. Ja, aber ich schlafe. Also wenn ich schlafe, bin ich scheintot. Also ich habe sowieso, also wenn ich mich dann auch noch wälzen würde im Bett, da erschlage ich ja meine Frau und das Kind sowieso. Also von daher habe ich mir das antrainiert, mich nicht zu bewegen. Ich meine, es läuft ja richtig gut für dich, James Bond. Jetzt Beowulf mit, ist eigentlich dieser Lambert? Christopher Lambert auch so von Frauen umschwärmt während der Dreharbeiten? Ist er auch so sexy? Ja, er hat den obligaten Silberblick, den hat er wirklich. Ja. Ja. Also ich kann das nicht beurteilen, ob das jetzt sexy ist oder nicht. Frauen sind die Geister von ihm. Also total. Rumänien war das ein bisschen, es war eine sehr harte Arbeit, muss man sagen. Und es war für mich vor allen Dingen gut, nach Bond so
ein bisschen runterzukommen und von der schwarzen Limousine in, zu viert in den Dacia, das war auch klasse. Schwarze Limousine war Bond? Ja, ja. Natürlich. Und in Rumänien zu viert in der Dacia? Ja, Dacia, das ist dieses, diese Version des Trabant nur auf Rumänisch. Ach so. Ja. Ja, und da war das natürlich dann das weniger luxuriös. Ja, aber das war gut. Und geht es jetzt für dich so weiter in diesen internationalen Produktionen? Ja, ich bin nicht Moses, ich weiß es nicht. Also wir werden es einfach mal sehen und mal gucken, was jetzt so kommt. Aber bis jetzt sind so ein paar Sachen mal angedacht, aber noch nicht so konkret. Ja. Mal schauen. Ja, aber du nimmst es ja total entspannt, ja, oder? Ich, ja, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben keine Schulden mehr, gutes Gefühl. Und gibt's denn da richtig auch Geld für so eine Bond-Rolle? Ja, also mit dem Geld, ja, das, natürlich gab es da auch Geld, ja. Aber ich hätte was bezahlt dafür, dabei zu sein. Und nee, es war schon in Ordnung, also ich beschwere mich darüber nicht. Götz, so wie wir dich hier erleben und der Eindruck, den du machst um dich, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Das läuft. Wie alt bist du? Ich bin 30. Ja, ach, das Mensch, ist doch. 30, ja, kein Alter. Ja, und irgendein Bösewicht muss immer zusammengeschlagen werden. Richtig, ja. Wie man also, ja sieht. Ich finde, Ernst Vorsicht. August von Hannover könnte auch mal den nächsten Bösewicht im James Bond meme. Ja, er kann das was. Ganz gut. Also irgendwie. Braucht dem nichts mehr beizubringen. The Umbrella Man oder ja. So. War der gut, der nächste James Bond. The Man with the Golden Umbrella. Aber für dich läuft das. Ja. Komm wieder. Gerne. Und erzähl uns, wie das für dich so weitergeht. Ja? Danke dir. Ja. Bleib mal sitzen. Götz Otto, meine Damen und Herren. Guten Abend. Tschüss.